Hüt hebben wie schön spät, sagte Ballentreter zum Organisten. Heute haben wir schön gespielt, sagte der Ballentreter zum Organisten. Wat von der Kot geboren ist, blieb sin Lebtage ein Rindvieh. Was von der Kuh geboren ist, bleibt sein Lebtage ein Rindvieh. Wer Glock ist, gift nah, sagt der Bur. Os nu treck an. Wer klug ist, gibt nach, sagt der Bauer. Ochse, nun zieh an. Der Herr so lang, als Herr dumm ist, denn können Herr gute Dackren suchen. Wäre er so lang, wie er dumm ist, dann könnte er aus der Dachrinne trinken. Wow. Wann das Kind verdrunken ist, deckt der Bur den Pütten-Topf. Wenn das Kind ertrunken ist, deckt der Bauer den Brunnen zu. Fell Kinder, fell Segen, sagt der Köster, als er der Töpfgeld inträgt. Oll Mann und junge Frau, kindert gut. Alter Mann und junge Frau bringt gut Kinder. Mannslüde würden allens eten, aber nicht alles wetten. Männer oder Mannsleute müssen alles essen, aber nicht alles wissen. Roder mi gut, sagte Brut, aber roder mi nicht ab. Rate mir gut, sagte die Braut, aber rate mir nicht ab. Und wenn die so Schlesestadt angefangen haben, ich fand das ja herrlich. Und eigentlich interessieren mich Dialekte, eigentlich mag ich das sehr. Was ist Naute? Was ist Naute, werden jüngere Leute erstaunt fragen. Noch nie gehört. Man nahm etwas Zuckerrübensirup und erhitzte ihn in einer Pfanne, und zwar so lange, bis sich Blasen bildeten. Dann wurde Mohn hinzugegeben. Leute, die ausnahmsweise Milch oder Sahne zur Verfügung hatten, konnten diese untermischen. Dann wurde alles gut verrührt. Anschließend musste die heiße Masse möglichst schnell auf einer flachen Fläche ausgebreitet werden, möglichst so die Stärke einer Schokoladentafel. Das ging immer gut, also die wurden auch, aber das mit dem Hartwerden, und wir haben das mal auf den Teller gekippt, dann war der Teller erledigt, also den Mann wegschmeißen und so. Als letztes Gedicht schrieb der bescheidene Mann in seiner Ohrenbeichte, in seinem Nachlass, die Bitte nieder: Sei mir gnädig im Gerichte, Herr, insbesondere drücke du in Bezug auf die Gedichte, die ich schrieb, in Augustus.